Ja gut, ich stehe richtig gut. Super. Seid ihr auch schon so gespannt, wie es auf der anderen Seite aussieht? Sogleich wird es uns offenbar werden. Ach du meine Güte, ich habe schon ein klein wenig. Okay, wollen wir es angehen? Ich sag ja, ich weiß nicht, ob das, was ich am schlimmsten befürchte, möglich ist. Oh, Halli Hallöchen. Wo sind wir hier? Oh, das ist ja, ist ein bisschen. Okay, was ist denn Minecraft Deep Ocean? Okay. Das ist interessant. Oh. Das ist interessant. Wir hier in einer Höhle rausgekommen sind. Das ist ja eigentlich das, was ich mir gewünscht hatte. Und jede Menge Baustoff für den Nether. Gut, pass auf. Ich sehe gerade, man könnte hier mal zur Entspannung ein paar Rohstoffe abbauen. Ja, also ich mache jetzt diese Stunde voll. Das heißt, wir haben wahrscheinlich so 6-7 Stunden am Start. Eigentlich müssten es dann 7 Stunden sein. Allerdings sind da auch die Pausen drin. Oh. Alter, habe ich mich erschreckt. Also wir sind tatsächlich in der Nähe vom Ocean Monument. Weil der hat uns gerade Mining Fatigue für 5 Minuten verpasst. Das heißt, ich hoffe, wir kommen auch wieder im gleichen Portal raus. Ja. Ah, mit der Mining Fatigue kommen wir hier natürlich nicht weiter. Also, wir müssen das tun. Wir müssen das tun, wo manche sagen, dass es nicht geht. Nämlich eine Kuh hier rüberbringen. Das Problem ist, wir können keine Kuh aus Denisium holen, weil Denisium in der Wüste liegt. Es sei denn, nee, also in der Nähe ist der Dschungel. Das ist die nächste grüne Ecke. So. Noch 3,5 Minuten Mining für Züge. Okay. Ogo. Mining Fatigue heißt allerdings auch, dass Attack Speed nicht besonders geil ist. Zum Glück können wir rennen. Wow. Wo kommst du denn her? Wow. Wow. Don't stand so close to me. Alter. Kann das mal jemand bestätigen? So viel ich weiß, ist auch die Angriffsgeschwindigkeit durch Mining Fatigue beeinflusst. Ich habe sogar das Gefühl, dass Soul Speed nicht so gut funktioniert momentan. Also, wir haben ja hier Kelvinum.
Ich will mal kurz gucken, wie es bei Kevinum aussieht rundherum mit Kühen. Lass mal hier hinten runtergehen. Alter, ich habe mir gleich aber den Feierabend gut verdient. Warum hat Mining Fatigue, also Abbauschwäche, warum hat das einen Löffel als... ja, wahrscheinlich, wenn man mit einem Löffel gräbt, ne? Nicht mit einer Spitzhacke, nicht mit einer Schaufel, sondern mit einem Kaffeelöffel. Das soll das wahrscheinlich symbolisieren. Ja, ich weiß nicht, ob überhaupt in solch einem Biom hier Kühe spawnen, weiß ich nicht. Erstmal, so, deswegen schleiche ich so. Das hat nichts mit dem Löffel zu tun, sondern... Ja, Metal-Leute, also wir haben es geschafft. Wir sind unterhalb des Ozeanmonuments. Problem ist nur, dass der Boss uns bereits oder die Bosse uns bereits von oben gesensed haben, also sensorisiert haben und ja, und uns dort das Leben schwer machen. Und denn das kriegen wir hin. Ja, also ich sehe hier nichts an Kühen oder sonst was herumeiern. Das einzige, die nächste Ecke, wo ich mir vorstellen könnte, dass man eine Kuh findet, ist dann Kioschheim, weil da ziemlich viel an Grünflächen rundherum ist. Guck mal, diese rosa Kuh da. Endermannschwein, dreckig. Diese Drecksviecher, diese Endermänner. Ja? Hast du eben gesehen, den Klotz da oben? Den habe ich da nicht drauf gesetzt. Ist hier vielleicht eine Kuh am Rumschabenzeln? Das wären... Och! Ist ja nicht wahr. Aber wir haben keine Leine. Und hier drinnen wahrscheinlich jetzt auch nicht. Lass mal sehen. Wie viel Mining-Kritik haben wir denn noch? Noch 12 Sekunden, okay. Ist aber sowas von übertrieben, ne? Wenn du dir dann überlegst, dass da drei von den Viechern drinne sind in dem Laden und dass die sich abwechselnd behaken können mit ihrem Kram, dann ist das schon ein bisschen gemein. Nee, also wir haben hier kein... Ich habe gerade gedacht, ob wir hier vielleicht irgendwie ein bisschen Getreide drinne haben oder so. Ja, dann hoffe ich mal, dass die liebe Kuh hier bleibt. Die Kuh Elsa. Wer kennt den Sketch mit der Kuh Elsa? Warte mal. Habe ich hier oben auch vielleicht irgendwie eine Truhe hingestellt? Nö, habe ich nicht. Da ist alles leer, wie in allen Häusern. So, Kuh, wo bist du denn? Jetzt ist das Viech verschwunden. Hat sich in Huhn verwandelt. Scheiß Kuh. So. Nee, da ist die Kuh. Warte mal. Damit die hier mit mir nicht wegläuft, versuche ich die mal in dieses Boot hier reinzukriegen. Ach, scheiße. Weißt du, kack auf den Netherrack. So, aber vielleicht machen wir das auch erst in der nächsten Aufnahmesitzung. Ha, da haben wir sie. Okay. Jetzt muss ich mir nur... Also, lieber Zukunftshonk, merke dir, da sitzt eine Kuh im Boot. Aber wenn ich noch... wenn ich noch 10 Minuten durchhalte... Ja, ich müsste erstmal ein bisschen ausräumen hier. Alter, das ganze Baumaterial ist in meinen Taschen. Bitte lass hier eine Leine drin sein. Problem ist nur, wie kriege ich die Kuh ins Netherportal? Wie kriege ich die Kuh hier rein?
Wo gehe ich eigentlich hin? Entschuldigung. Da war ich doch tatsächlich voll in meinen Gedanken gefangen. Horst, die haben es auch nicht viel besser. Ach, wir kriegen das schon irgendwie. Warte mal. Also Hauptsache, wir haben hier irgendwo eine Leine rumfliegen. Das sieht nicht so gut aus. Nee, gar nicht. Also ich weiß, dass ich in Honky Island tierisch viele Leinen habe. Aber weißt du mal was? Da fällt mir doch was ein. Man ist ja nicht total blöde, nein. Mal kurz hier hoch. Wenn wir es irgendwie schaffen könnten, nach Denisium zu kommen, dann wäre das natürlich noch um einiges cooler. Cooler, verstehst du? Also wir wissen ja, wo Denisium ist. Nur die Frage ist, wo ist denn das Viech jetzt? Wo habe ich denn das hingesetzt? Kakun. Hast du getan, als wärst du meine Kuh? Nö. Die Frage ist jetzt, also Honky Island ist auch schlecht, weil da müsste ich die Kuh durchs Arkane Institut schleppen. Also Denisium wäre eigentlich schon ganz geil, weil Denisium nämlich direkt am Meer liegt, das Portal noch keine Umrandung hat. Das wäre natürlich äußerst cool. Cool. Problem ist nur, wie komme ich in das Meer, an dem Denisium liegt? Ja, es könnte funktionieren. Hier vorne ist... Warte mal. Das musste mal sein. Ja, Problem ist, ich komme hier nicht weiter. Aber ich glaube, es ist die nächste Position, wo es überhaupt möglich ist, Denisium zu erreichen. Also würde ich sagen, ich stelle das Boot mitsamt der Kuh hier einfach mal ab. Renne rüber nach Denisium, das sich gleich da drüben befindet. Hoffe, dass wir dort eine Leine finden. Und dann führen wir die Kuh einfach durch das Portal. Ich würde allerdings sagen, wir machen vorher erstmal einen Kasten rund um das Portal, dass wenn uns die Kuh entwischt, also wenn die Leine reißt, während wir durch das Portal gehen, wovon ich einfach mal ausgehe, dass die Kuh dann nicht irgendwie oder dass sie vielleicht vom Skelett erschossen wird oder so, ne? Weiß Bescheid. Das Ganze würde ich dann eigentlich als erst in der nächsten Aufnahmesitzung machen. Wundervoll, ne? Ist doch geil. Lass das mal hier. Lass das mal hier, lass das mal hier, lass das mal, halt, Moment, da sind noch ein paar, ah, das ist ja wundervoll, 24 Erfahrungslevels schon wieder, das finde ich natürlich super, das Kupfer werde ich jetzt aber nicht mitnehmen, auch das nicht. Obsidian kann auch mal hier bleiben. Okay, aber eine Leine. Und was wir auch brauchen, wäre ein Zaun.
Ja, wozu sollen wir hier einen Zaun gebraucht haben? Da müssen wir halt einbauen. Warte. Wie ging das nochmal? Wir haben keine Stöcke mehr. Das ist natürlich gar nicht schön. Und das Holz... Ach was, komm. Das Holz ist gar nicht klapp. Willst du... Oh, perfekt. So. Problem ist, jetzt kriegen wir einen Birkenzaun. Ätzend. Egal. So, war das so oder andersrum? Birchfans, ja. Und gleich drei davon. Na, sowas. Okay. Na. Gut. Jetzt ist es glatt eine Stunde. Wie sieht's aus? Ah ja, ich wollte nur gucken, ob ich noch Platz für das Boot habe. Ja, ich würde sagen, ich bringe die Kuh noch kurz hier rüber nach Denisium. Geht auch in die richtige Richtung, hoffentlich. Ja, ich hoffe schon. So. Das sieht ja mal interessant aus. Aber nicht jetzt. Jetzt sieht es nicht interessant aus. Okay. Wo ist die Kuh? Wo ist die Kuh? Ich würde sagen, da drüben. Alter, ist das weit. Fraß. Ja, damit. Ja, ich sollte mich während der nächsten Runde mal ein bisschen mehr versorgen. Mit verschiedensten Dingen. Ah, guck mal, da ist unsere Kuh. So, jetzt möchte ich die nur heil aus dem Boot kriegen. Na komm mit. Schön vorsichtig, damit sie nicht irgendwo reinfällt. Jetzt stell dir vor, hier ist irgendwo eine Schlucht und ich ziehe die Kuh in die Schlucht rein. Das wäre natürlich einigermaßen unschön. War das nicht so, dass die Leinen früher ziemlich oft rissen und man dann durch die Gegend rannte? Ich glaube, man darf nicht rennen, während man ein Tier an der Leine hat. Kann das sein? Ach, guck mal. Willkommen in Denisium, liebe Kuh. Du wirst die erste Nether-Kuh und dann die erste Ozeanmonument-Kuh. Jawohl. Ist gegen einen Kaktus gelaufen. Ich hab's mir doch gedacht. Vorsichtig, noch ein Kaktus. Ach, hier hätten wir ja auch welche gehabt. Meine Fresse. Okay, also ist nicht so schlimm, wenn die Kuh jetzt drauf geht. Moin. Gut, pass auf. Wir leinen die hier an. Und nächstes Mal, ich mache mal Folgendes. Ja, nächstes Mal ist geplant auf jeden Fall, beim lieben Tobi, bei Tobis Tempel was zu bauen. Aber erstmal machen wir dann das trotzdem hier. Wir werden die Kuh in den Nether bringen, werden sie heil durch den Tunnel bringen, werden sie dann in das Ozeanmonument bringen
Und dann werden wir uns erstmal überlegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Eimer bauen, voller Milch füllen. Das werden uns die Elder Guardians bombardieren. Es sind ja 3, ne? Und die können uns höchstens 3-mal innerhalb von, ich glaube, 60 Sekunden anvisieren. Und danach haben wir, ich glaube, 60 Sekunden Zeit, weiter zu bauen. Naja, das wird einigermaßen schwer. Wir müssen ja hoch. Wir müssen den ganzen Weg hoch. Und dann müssen wir noch das Ozeanmonument trockenlegen, weil ich schwimme da nicht rein und mache da Randale. Was natürlich eine Möglichkeit wäre, das wäre ein Konduit zu kriegen. Warte mal. Ach so, das ist der Dorfbewohner da drin. Was natürlich eine Möglichkeit wäre, wäre ein Konduit zu kriegen, also ein Akquisator. Dann hätten wir einige Vorteile. Aber das überlegen wir alles nächstes Mal. Ich sage für jetzt ciao mit K wie Kuh, die da drinnen steht und darauf wartet, durch den Nether in das Ozean Monument zu gehen. Meine Güte, ich muss aufhören. Und dann schauen wir mal. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hatte Spaß. Ich bin jetzt aber ziemlich geschafft und freue mich auf meinen Feierabend. Tschüss.